guck mal, dort unten haben wir so ein riesiges Gerät. Was das wohl sein mag, es scheint ein Propeller zu sein. Ja, ja, ihr seht schon. Wenn sich die Macht dieses Geräts entfaltet, was dann wohl passieren wird. Ja, ihr hört es schon, die Musik, Freunde, damit Wind Waker auch mal weitergeht. Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Wind Waker. Ha, die. Ja, nach dem Karnevalswochenende nehme ich jetzt auch mal wieder was auf. Bei mir war es sehr, sehr gut, das Karnevalswochenende ordentlich. Spaß gehabt, muss ich sagen, gefeiert und so weiter. Ich würde mich freuen, dass ihr das auch getan habt. Also mich würde es freuen und ich würde euch das ans Herz legen, das zu machen. Denn Karneval ist immer was Tolles mit den Kostümen und alles. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, als was ihr gegangen seid. Und so schnell habe ich noch nie ein Gesprächsthema am Anfang eines Partys gemacht. Gleich über Karneval zu reden, wobei ich eigentlich mal überhaupt ansprechen sollte, warum wir jetzt überhaupt hier sind, weil der letzte Part war auch schon wieder ein bisschen länger her. Ja, Freunde, so einfach ist das bei mir. Jedenfalls brauchen wir eine Art Schlüssel. Was tue ich? Das war nicht mal extra. Egal. Link, gut. Wir müssen sowieso hier hin, denn hier ist eine Kiste, wo ich nicht weiß, was drin ist. Vielleicht der Kompass. Den Kompass brauchen wir sowieso noch, Freunde. Von daher, ist es der Kompass? So sehen wir auf jeden Fall, wo die ganzen Kisten noch sind. Sind da denn noch viele? Das regt mich so auf, ne? Ich hatte vor eben mal wieder Twilight Princess HD an. Und da habe ich einfach gemerkt, wie viel geiler das ist, wenn man die perfekte Karte auf dem Bildschirm sieht und nicht die ganze Zeit aufs Gamepad gucken muss. Ja, Freunde, aber da macht man natürlich nichts, ne? Wenn das Spiel einem das vorschreibt, dann ist das so. Und da unten ist übrigens ein Schloss, was wir aber nicht öffnen können. Denn wohlgemerkt, brauchen wir dafür einen Schlüssel. Und außerdem ist da oben Makorus, unser guter Freund, unser kleiner Baumjunge, eingesperrt. Wir können jetzt wieder hier hoch, aber das bringt uns nichts. Ich glaube, ich bin mal eben auf dem Weg nach unten und gucke, was uns da war. Denn da haben wir eine Tür. Wir können auch mal eben gucken. Diese Viecher kennen wir ja schon aus dem wunderschönen verbotenen Hain. Und jetzt sind es wirklich Gegner, die wir mit Leichtigkeit umlegen. Die auch diese Feder verlieren? Warte, waren das nicht die anderen? Waren das nicht die Vögel? Ich wusste gar nicht, dass die auch die Feder verlieren. Oh, dann sollte ich mir vielleicht mal gut dieses hier Item ausrüsten. Apropos Item, das wird übrigens das letzte Item sein, was wir bekommen in dem Game. In diesem Tempel. Ich höre nämlich da ganz noch einen da. Komm da. Komm ran, du Affengesicht. Do it. Was macht er denn? Da. Komm schon. Yes! Oh, da habe ich die Feder bekommen. Und ihn juckt es nicht mal, da bleibt oben. Ja gut. Ja, wie ich es am Anfang schon angesprochen habe, Karnevalswochenende. Ich bin als Indiana Jones gegangen. Wohl für die manchen eher ein Cowboy. Aber na gut, ich finde, man hat es eigentlich relativ gut erkannt. Nein, ich habe jetzt kein Bild davon. Vielleicht kommt irgendwann mal eins auf Instagram. Da muss ich halt noch schauen. Gut, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Wir sind jetzt erstmal hier bei hoch runtergehenden Stacheln. Und irgendwelchen Böden, die zersprengbar sind. Hochinteressant. Was machen die denn da? Wie sollen wir denn darüber kommen? Warte mal, wir legen erstmal hier allesamt. Ich hab gesagt, legen, Link. Genau, so ablegen. Wenn ich es einfach so mache, dann können wir alles mal sehen. Oh, warte mal, das funktioniert ja gar nicht, ne? Ups! Ich Dummkopf, hab's halt vergessen. Man macht's ja mit den Eisenschuhen. Okay, gut, gut, gut. Da haben wir normalen Boden. Warte, wir gehen da mal eben runter. Oh lol, oh lol. Zieh die Dinger aus und hau die Dinger scheiß Schleime kaputt. Weil ich glaube, boah, das sieht aber hier mal richtig mies und böse aus. Ich glaube, die Stacheln. Es gibt nichts Tödlicheres, Freunde. Ich frag mich immer noch. Dieses ganze Gebäude hier, dieser ganze Tempel ist ja seit Ewigkeit nicht mehr betreten worden. Wer das hier sowieso erbaut hat, ist ja sowieso die interessanteste Frage, oder? Seid mal ganz ehrlich. Denn wieso zur Hölle sollte jemand solche Stacheln hier einbauen, um nicht zuletzt irgendwie jemand aufzuhalten? Und wir machen erstmal genau das, was der Held wohl machen sollte.
Kannst du hier draufstellen. Wir brauchen aber noch die andere Kiste, ne? Wir machen irgendwie diese drei Statuen da ziemlich Angst. Weil ich nicht weiß, was die gleich machen. Ob die sich irgendwie bewegen oder ob die denken sich hier... Oh. Wahrscheinlich, oder? Wir bleiben erstmal stehen. Wir können übrigens sagen, meine Qualität vom Mikro, ich habe das Mikro jetzt ein bisschen weiter weg von mir gestellt, weil sonst hätte mir das immer vor der Fresse gegangen, das ist mir irgendwann auf den Sack gegangen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass mein Mikro sehr empfindlich ist und auch einen Popschutz davor hat, denke ich, dass es eigentlich noch sehr, sehr gut ist. Dafür ist gerade mein Ton ein bisschen laut. Wir wollten auch einen Doppelhall haben, aber ich denke, das liegt gerade nur in diesen komischen Stacheln. Und ja, hoch mit dir. Und schon sind wir auf der anderen Seite und können wohl hoffentlich den Schlüssel da rausholen. Sehr, sehr gut. Shop. Ist hier denn noch eine Kiste? Tatsächlich, hier ist noch eine Kiste. Wenn wir in die Richtung gucken, sollte da eigentlich nur so eine sein. Das ist jetzt verwirrend. Da sollte eine Kiste spawnen. Warte, wir machen mal alle von diesen Böden kaputt. Boah, ach, müssen wir... Ah, warte mal, ich glaube, wir müssen bestimmt einfach alle Gegner erledigen. Weil ich vermute wohl, dass jedes Mal, wenn wir den Boden da öffnen, da Gegner rauskommen, dann machen wir das einfach mal bei allen, um dann letztendlich die wohl verdiente Kiste, ja, zu erlangen, Freunde. Und let's go! Und das letzte Loch wird geöffnet. Und die Kiste spawnt tatsächlich. Es war, wie ich geplant hatte. Und ja, Freunde, ratet mal, wer da unaktiv geworden ist. Tatsächlich, diese guten Statuen. Die sind vor zwei Löchern aktiv geworden. Und jetzt ist hier unten einfach nichts mehr los. Gut, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe auf eine Schatzkarte, weil wenn da jetzt irgendwie nur so ein Glücksamulett oder so rauskommt, dann... Gut, wir haben die Kiste geklärt, aber dennoch fände ich es ein bisschen enttäuschend, aber... Wir hoffen einfach mal das Beste. Und es ist eine Schatzkarte. Sehr gut. Dann wird wohl auf jeden Fall da auch noch was Nützliches zu finden sein. Mindestens genauso glücklich. Glücklich, genau. Nützlich wie der Schluck aus meiner Cola. Und, der Weg nach draußen. Dort vorne haben wir das... Eine Tür mit einem Schloss. Und dort, guck mal, dort unten haben wir so ein riesiges Gerät. Was das wohl sein mag, es scheint ein Propeller zu sein. Ja, ja, ihr seht schon. Wenn sich die Macht dieses Geräts entfaltet, was dann wohl passieren wird. Freunde, ich glaube, wir sind in etwas reingeraten, was der kleine Link noch gar nicht so gut einschätzen kann. Genauso wenig wie das Telefon, was gerade klingelt. Kehr. Da bin ich wieder. Ein Anruf. Ist ja kein Problem, Freunde. Robin ist ja multitaskingfähig. Aber das habe ich natürlich rausgeschnitten. Wenn nicht, dann... Oh mein Gott. Egal. Was dieses Gerät wohl macht. Das habe ich eben noch gefragt. Ne, genau. So, jetzt haben wir aber den wunderschönen Schlüssel. Und gehen das mal eben durch. Und Alter! Hier auf dem Boden liegt noch mein Kostüm. Zur Seite, damit ich hier Platz habe. Und oh! Oh, 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 oh. Ist es tatsächlich der Raum, wo wir kämpfen, um unser Dungeon-Item zu bekommen? Ich würde es verneinen, wenn es nicht so wäre, Freunde. Wir haben nämlich hier einen verrückten Zauberer vor uns stehen. Boah, Alter, was? Einer an goldener Rüstung. Warte. Oh, du. Ich will das gar nicht aussprechen, was ich sagen wollte. Ich muss jetzt übrigens richtig aufpassen, weil solche Massenkämpfe führen immer schnell zu vielen Verlusten der Lebenskraft. Und das merkt man, fällt einem dann selber irgendwie erst am Ende auf. Vor allem, wenn der Affe die ganze Zeit mit seinen Feuerbällen schießt und ich erstmal, aua, darauf klarkommen muss, seine kleinen Vasallen hier niederzumetzeln. Oh! To lit up the sea, the sun. So, warte mal kurz. Wir kümmern uns erstmal um diesen Affen. Bam! Dann hast du seinen Helm abgehauen. Jetzt haben wir erstmal noch hinten drauf, damit er seine, auch wenn die schön ist, seine goldene Rüstung verliert.
Wirbelattacke und da fällt er und ist down. Und der Ritter ist schon mal tot. Das ging schneller als erwartet tatsächlich. So, schnappt die Herzen, bla bla bla. Und das Ritteramulett sehr gerne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, komm, komm. Bam! Butz! Mein Gott, das ist aber echt ein Kampf. Ich bin gerade voll krass am Überlegen. Müssen wir nicht diese Viecher besiegen, ne? Andernfalls geht das so gar nicht. Aber die Wichser lösen sich immer direkt auf. Und sobald... Der ist ja der Hauptassi da oben, ne? Ja, und der spawnt ja neue von denen. Oh, der ist auf dem Boden. Gut, ich habe ihn einmal erwischt. Um den geht es ja hauptsächlich. Warte, 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 warte. Ich habe eine bessere Idee. Wir packen mal eben den Bogen auf das Erdings und rüsten auch mal schön auf Feuerfall, damit das schon ordentlich aufs Maul bekommt. Ja, aber nicht kämpfen. Aber ich glaube, wenn der Sinn mit Feuer spielt, ist dieses Eisfeuer vielleicht gar nicht mal so viel schlechter. Oh lol, der lässt sich sogar vereisen. Vielleicht ist auch gar keine Magie, einfach mal gut. Ich glaube, die Spezialeffekte wirken meinem weniger als mein fucking Schwert. Und den Ritter kann ich sowieso mal komplett ignorieren, weil der mir gerade so fett am Arsch vorbeigeht wie... Ave Maria und Josef, heilige Scheiße. Das ist aber mal gerade sehr, sehr intens. Boah, ich weiß, das Ding werfen wir nach dem Ding. Komm, komm, komm. Du Affe! Bam, Junge! Schwert in die Fresse. Ja, und jetzt sind auch die letzten Vasallen da, kein Problem. Und der bis... Ich sagte kein Problem, weil... Wollte ich auch sagen, ne? Dass wir über sein Schwert rumspringen, ihn austricksen. In all seinen Facetten und eliminieren. Ist ja für Link nichts Neues. Genauso wie du, dessen Flügel einfach mal ein Schutzschild ist. Bam! Huh! Aber auch nicht mehr lange. Gut, und da spawnt die Kiste. Und Freunde, was da drin ist, wird uns in diesem teuflischen, aber ach so wunderschönen Tempel verdammt nochmal behilflich sein. Und das meine ich hundertprozentig mit der Wahrheit der Aussage. Huh! Mein Deutsch ist einfach mal wieder on top. Tatsächlich. Du hast den Enterhaken gefunden. Du kannst ihn festhaken lassen und dich dann etwas heranziehen. Halte den Knopf, an den du ihn gelegt hast, gedrückt und zieh damit R. Lass den Knopf los, Fäuste und Haken hab. Oh yeah, Freunde. Wir haben den Enterhaken ergattert. Und das ist auf jeden Fall ein geiles Item. Im Twilight Princess gibt es ja auch diesen Enterhaken und den kann man später noch verdoppeln. In Twilight Princess. Das ist ja das ganze Geile an der ganzen Sache. Aber hier ist er tatsächlich auch erhalten. Das heißt, nicht nur in Twilight Princess, sondern auch hier. Übrigens, Twilight Princess habe ich auch Let's Played, wer das sehen will. Das ist schon etwas länger her. 2015 war das, ne? Twilight Princess. Wann war Twilight Princess, Freunde? Wisst ihr das? 2015 war das, ne? 2015 ist angefangen und ich glaube Anfang 2016 geendet. Wenn nicht sogar noch 2015. Gut, es ist jetzt nicht Ewigkeiten her, aber ich würde schon sagen, dass es... Gut, Twilight Princess ist eigentlich das gewaltigste Let's Play, was ich auf meinem Kanal bis jetzt hatte. Es war ja auch ein 100% Let's Play, ne? Und genau das macht mich eigentlich schon wieder willig, dieses Game auch zu 100% zu machen, wenn ich ehrlich bin. Die Frage ist, wie willig bin ich noch letztendlich? Und wie willig sind eigentlich die Kisten in diesem Dungeon? Habe ich davon jetzt eigentlich alle noch? Oh ja, gut, alle, die ich erreichen kann. Bis jetzt habe ich erreicht. In diesem großen Saal gibt es keine Kisten mehr, außer in dem Raum, wo unser guter Freund, unser werter Freund vorsteht. Das sollten wir uns sowieso dann mal angucken. By the way, möchte ich mir bald einen neuen Schreibtisch anschaffen. Der steht dann auch ein wenig anders und ich hoffe, ich habe dann abends dann auch ein bisschen leichter was. Boah, der Mann! Das ist ja mal hyper effektiv gegen die. Ich hoffe, ich habe es somit dann auch leichter ein bisschen aufzunehmen. Also ich habe es jetzt ja immer noch sehr leicht. Ich muss einfach mich ein bisschen drehen. Rechts zum PC. Genau, rechts zum
Fernseher und dann habe ich diesen das Blickfeld direkt auf das Spiel. Das Mikro habe ich hier, diesen Arm, den ich bewege. Aber mein Schreibtisch halt so, ihr hört schon, der hört sich schon nicht geil an, der knarzt schon. Das ist ein... Der Schreibtisch hat seine besten Tage überlebt und auch allgemein, nicht nur fürs Spielen, sondern allgemein am Schreibtisch sitzen, für Lernsachen, was weiß ich, brauche ich einfach ein besseres Ding, sonst bin ich, ja, Freunde, dem Untergang geweiht, aber das will ich ja nicht so gerne. Was ist das eigentlich da, dieser Stachel? Höchst interessant. Ich aktiviere dennoch mal das Blatt, denn das ist mir, glaube ich, jetzt gerade wichtiger. Ich muss darüber zu dieser Kiste. Ob ich das schaffe, ist schon wieder eine andere Adresse. Ich kann mich ja nur an diesen Dingern hochziehen und das reicht nicht. Ich finde das aber ziemlich geil tatsächlich, dass das jetzt funktioniert. Fragen, was das für Dinger sind? Immer noch nicht. Aber das, ja, das ist sehr, 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 sehr gut möglich, hier rüber zu kommen. Hopp. Hier haben wir nochmal Energie. So, und jetzt machen wir, aber wir brauchen nochmal die Schuhe, ne? Okay, Bogen brauchen wir gerade nicht. Wir sind ja gerade nicht im Kampf. Bogen scheint im Kampf effektiv zu sein, ne? Aber was andere Sachen angeht, gut, ist jetzt gerade nicht sonderlich nützlich. Im Gegensatz zu dem hier ganz wohl. Hell yeah. Letztendlich sich hier hoch zu sneaken ist ja eigentlich das Interessante an der ganzen Sache. Weil wenn wir einen Fehler machen, dann heißt es mal komplett Abgang und Tschüss. Ciao, Wiedersehen, auf Nummer Wiedersehen, Adieu, LP. Aber Freunde, ich wäre ja nicht euer geliebter Robin, wenn ich das nicht schaffen würde. Heilige Maria Gottes. Warte, da oben müssen wir hin, wa? Wir können uns auch an diesen komischen Gesichtsfelsen da hochziehen. Aber... Da Link offenkundig ja ein Harro ist und wahrscheinlich dann runterfallen würde, würden wir uns an diesen Gesichtsfelsen hochhangeln. Mach ich das mal lieber nicht und wähle lieber das Ding aus. Und schwuppsiwupps sind wir beim Gesichtsfelsen, ballern uns drauf. Mit der Freund Robin. Die Steinschale, die den Ausgang verstellt, sieht furchtbar schwer aus. Und mit Pfingstern müsstest du so schwer sein wie ein Dekobaum. Wenn doch der Dekobaum hier wäre. Naja, mit dem Eisenschuh bin ich nicht ganz so schwer wie der Dekobaum, aber mit dem Eisenschuh kann ich das bewirken, was du möchtest. Na gut. Wir können das ganze Ding umreißen. Ist vielleicht nicht so geil gewesen, dass es auf uns drauf fällt, aber... Guck mal, wen wir befreit haben. Makoros, yeah! Jetzt runtergefallen. Nee, ich hätte so Angst. Ich wäre gestorben. Ich wäre gestorben vor Lachen. Alter. Da hatte ich aber mal kurz Schiss, Makoros. Da hast du mir aber echt mal Schrecken eingejagt. Wie sieht es eigentlich aus, wenn wir jetzt hier die Stiefel anziehen und versuchen, die Dinger, fallen die auch runter? Tatsächlich. Das so gut ist, weiß ich nicht. Vielleicht versteckt sich hier dahinter was. Also Freunde, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Ach, lol. Ich bin gerade mal fett am überlegen, wo wir eigentlich lang müssen. Aber ich weiß es gerade tatsächlich. Wir hatten ja diesen einen geilen Weg. Warte mal. Untergeschoss 1. Genau da. Erstes Geschoss. Normal, dann kommen wir da hin. Gut, ich weiß, wo wir lang müssen. Wir haben ja noch diesen einen wunderbaren Weg, den wir da nehmen können. Über die ganze Ecke da. Und mich fuckt das nur gerade extremst ab, dass wir gar keine Chance mehr haben, da überhaupt hinzukommen. Was zur Hölle? Oder warte mal. Komm her. Oder können wir das Ding hier hochziehen? Können wir, ne?
Der Makoros kann hier bleiben. Ich glaube, den brauchen wir erstmal nicht. Der kann erstmal da weiter chillen. Warum ich jetzt hier hingehe, deswegen. Jetzt ist auch dann nämlich dieser hässliche Gegner, den wir jetzt hier mit betäuben können. Aber diese Bäume, Freunde, sind für den Fanghaken das beste Ziel, um benutzt zu werden. Umso weniger für euch ekelhaften Feuerfledermäuse und Skelettköpfe. Heile Magiria Gottes, aber ihr seid nicht eingeladen. Da bin ich ganz ehrlich. Bumm. Komm schon. Okay, warte. Hier war ich jetzt noch gar nicht. Oh nein, nicht wieder die Dinger. Die konnte man ja nicht angreifen, warte mal. Ah, geil. Oh! Ey, dieser Fanghaken ist ja königlich für die ganzen Scheißsachen hier. Der schaltet die Dinger einfach mit Leichtigkeit aus. Ja, auch One-Hits sind sie auch. Oh nein, wir brauchen doch Makoros. Wir benötigen doch den guten Makoros. Gut, Robin, das kommt davon, wenn man nicht richtig aufpasst, ne? Seht mal einer an, hier sind auch noch Wurzeln. Wir hätten, glaube ich, direkt mal weiter hier unten gucken müssen. Gut, dass ich hier bin. Wir können noch mal eben kurz die Sonate des Puppenspielers spielen. Um in Makoros einzutauchen. Ich glaube, das sollte uns vielleicht einen Vorteil schaffen, weil ich weiß nicht, was da passiert. Ich glaube, da sollten vielleicht, wenn wir es hier reinpassen, sollte da in der Mitte eine Kiste spawnen. Obwohl sie mir... Ne, die wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Eine Kiste wäre komisch. Was kommt denn da jetzt hin? Ach, zum Geier. Guck mal einer an. Das kommt da hin. Jetzt haben wir das aktiviert, wovon ich vorhin noch gedacht habe. Holy Macaroni. Gut, dann lass mal hier rein. Wir werden hier in die Mitte katapultiert. Oh Gott, Makoros, du musst als allererstes hier rein. Was das jetzt? Geht er noch wieder an? Ja, geht er. Das arme Ding. Da ist er! Da ist er! Makoros! Nein, er ist runtergefallen, oder? Um Gottes Willen, ist das... Wirklich, wo ist er denn, der Junge? Der ist tatsächlich runtergefallen. Müssen wir das wieder manuell machen. Ah, deswegen sind die Pissdinger, die greifen erstmal nach mir. Was soll die Scheiße denn? So, jetzt komm mal eben in die Sonate rein. Heilige Scheiße, ist das gerade stressig. Du musst das echt selber machen. Ah, ärgerlich, wenn das ganze Gerät ausfällt. Komm schon. Geh wieder an. Wind. Da müssen wir hin übrigens. Oh lol. Oh lol. Nein. Makoros, hör auf! Oh mein Gott, bist du ein Scheißding. Ey, das ist ja gerade so nervig und kacke hier. Geh noch mal an! Und du kannst ihn auch gar nicht steuern! Ja, komm. Bin ich halt nicht dein... Ah, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Komm, geh an. Hä? Er nimmt ja nicht mal sein Blatt und geht in die Luft. Oh Gottes Willen. Gut, dass wir hier noch
was finden, ey. Weil da auf der anderen Seite war übrigens eine Schatztruhe, die will ich mir ja holen. Oh, Jesus, Maria und Josef. Freunde, wir sind aber schon wieder 33 Minuten dabei und ich muss ein bisschen rauscutten, deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen für diesen Part. Ich glaube, der sollte eine ordentliche Länge erreicht haben. Ich werde jetzt gucken, dass ich den Dungeon im nächsten Part beende. Und hier muss ich sowieso ein bisschen rauscutten. Von daher würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und im nächsten Part gehe ich nach da oben. Genau, da ist ja noch mehr. Also Freunde, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin und im nächsten Mal werden wir gucken, was sich da oben noch alles befindet. Haut rein!